Kreis. Übermittelt eure Koordinaten. Post One. Ah, das war okay getroffen. Okay, bin zurück und einsatzbereit. Markier das Ziel. Waffe kommt. Und dieser Panzer dort nervt mich. Sind wieder in Stellung. Übermittelt eure Koordinaten. Das ist echt schwul hier. Wieso bin ich eigentlich am Boden hier? Rakete unterwegs. Das Ding muss sterben noch. Koordinaten. Das eine Ding treffe ich nicht dort hinten. Miss Oni. Au. Das war scheiße. Habe ich mich jetzt selber getroffen? So, wie es aussieht, könnte ich das jetzt mal schaffen hier. Man kann mit R aufsteigen. Damit dürfte diese Mission nicht mehr ganz so schwer werden. So. Negativ für dieses Ziel. Wir sind nicht in Position. Endlich. So. Übermittelt eure Koordinaten. Waffe kommt. Ja, man sollte vielleicht auch lesen, was manchmal auf dem Bildschirm steht. Ja, tut mir leid. So. Gut gemacht, Slim. Danke. Naturtalent. Gute Arbeit, Talent. Luftkampf wieder aufgenommen, dann mal weiter. Wow. Okay, alles sauber. Gut gemacht, Bravo 2. Immerhin speichern. Und jetzt zu dem Russen. Das war wieder so ein bisschen, naja, seltsam, sag ich mal. Na komm, zieh, du Kriebel. Nein, nicht so schwer sein, ich hab einen Panzer. Ist schon cool, sag ich mal, aber. Ja, also, ein paar Sachen sind schon ein bisschen nervig. Scheiße, ja! So, jetzt können wir erstmal die Stadt hier vorne einrücken. Können wir erstmal ein bisschen bomben, weil hier vorne waren noch Panzerwerfer-Typen, Panzerfaust-Typen. Und ich glaube, da vernichte ich lieber vorher schon ein bisschen. Da vorne steht, glaube ich, einer auf dem Dach. Keine Ahnung, aber ich werde hier lieber vorher alles schön in Schutt und Asche legen, ey, nachher. Leicht ein Panzer gesichtet. Grünes Licht für Angriff. Wo ist ein Panzer? Da hinten. Ich glaube, der ist tot. So. Ah, mein Panzer ist wieder geheilt. Gut. Sehr schön. Ja, das finde ich cool an Battlefield. Man kann ja so ziemlich alles in der Stadt zerlegen. Und das würde ich natürlich auch machen, weil mit einem Panzer durch eine Stadt zu fahren, eventuell könnte sonst problematisch werden. Ich weiß nicht, ob hier noch welche kommen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass hier jede Menge Panzerwerfer, Panzerfaust-Typen kommen. Ein bisschen alles breit machen hier. Hinten ist noch ein Haus, was ganz ist. Alles vernichten hier. Hier ist auch noch eines. Das macht einfach richtig Laune, finde ich. Und das ist dann der kleine, aber feine Unterschied zu Call of Duty. Wo man nun leider nicht alles zerstören kann. Und ja, mal sehen. Vielleicht werde ich Call of Duty auf jeden Fall mal Multiplayer, bei Battlefield weiß ich es noch nicht. Mal schauen. Ich werde es mal austesten, aber ich kann nichts garantieren. Aber geht diese Hütte nur bald mal kaputt? Jetzt. Ja, hier man sieht schon, also ist zwar nicht unbedingt ultra realistisch, aber ist nicht gesagt, dass ich. Oh mein Gott. Panzer. Ein Panzer, ja. Ich will jetzt nicht sterben. Jetzt ist er weg. So. Oh, ist noch einer.
Ach ne, ist mein eigenen, sorry. Verdammt, passiert. Irgendwelche Häuser hier, die ja kaputt gehen. Yep. Der Sound ist einfach bombastisch in dem Spiel. So einen guten Sound hatte ich schon lange nicht mehr in irgendeinem Spiel. Raumklang, sattes Geballer. Call of Duty war da nicht schlecht, aber Battlefield ist da eindeutig besser, bei was Thema Sound angeht. Ah, oh, durchgeschossen. Wow. Naja, wir gehen feindlicher einfach. Panzer voraus. Langsam und vorsichtig Feuer erwidern. Wo ist ein Panzer? Ich lasse mir jetzt so wirklich Zeit hier, weil ich weiß, dass das Spiel nicht allzu lang sein wird. Und. War hier hinten nicht gerade ein Panzer? Ich weiß, vorne ist einer. Ah, Kodiak hier. One, haben wir irgendwelche Infos über die Farm da vorn? Negativ, wir haben nichts. Haltet die Augen offen. Mensch, jetzt sterbe da hinten. Ah, die Dinger zu treffen ist echt nicht leicht. Immer schieße ich drüber. Na komm. Problem ist auch, jedes Mal schießt das Arschloch. Also jedes Mal tut er die jetzt die Position von meinem Rohr wieder ändern nach dem Abschießen. Irgendwo ist eine Form hier. Wir werden sehen. Kann ich eigentlich diese Windmühlen umschießen hier? Die würde ich gerne um. Mensch du! Oh. Und die rammeln hier durch. Was schießt hier auf mich? Oh. Ich hab gesagt, hier ist ein Panzer. Da hinten ist noch einer. Au. Oh, der trifft mich voll. Mann! Wieso kann ich mein Rohr nicht nach oben legen? Also es nervt. So. Sag mal, habe ich den bald mal? Ich glaube, ich muss näher ran. Auf jeden Fall ist stehen bleiben nicht immer so gut. Weißt du was, ich mache jetzt einfach einen Frontalkampf hier. Panzer gegen Panzer. Ah, der ist schon tot. Nein? Warte mal. Okay, da ist das Dorf. Rücken wir vor. So, jetzt. Danke. Wenn ich sterbe, dann will ich wenigstens einen neuen Panzer haben dann. So. Wow, hier sind ziemlich viele Häuser. Da sollte man vielleicht einfach mal reinfahren. Kodiak One, anscheinend ist die ganze Stadt voller Raketenrampen. Ist nicht gesagt. Wir müssen den Panzer raus und die Ziele manuell zuweisen. Oh, nicht schon wieder. In der Riesenstadt, wenn ich jetzt eine richtige Bombe hätte.